Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht's, wir sind im Kultisten-Menü. Hier, den Guten können wir jetzt verfolgen. Und wir werden nicht ruhen, bis wir ihn gefunden haben. Da ist er. Er ist gar nicht so krass weit weg. Irgendwas sollen wir hier noch beschaffen, aber... Wie gesagt, diese Quests, da bin ich jetzt gerade echt nicht so dabei. Ich schau mal im Speer des Leonidas. Wir haben ja tatsächlich schon alles jetzt so ziemlich abgeschlossen. Oh. Ach so, ja, genau. Zack. Das heißt, die Story von wenn ich erwischt werde, Cassandra ist komplett zu Ende. Aber das hatten wir ja schon mal geklärt. Und jetzt will ich noch den König praktisch, den Anführer der Kultisten zur Strecke bringen. Bevor wir dann nach Atlantis zurückkehren. Beziehungsweise vielleicht als allererstes das Vermächtnis der ersten Klinge noch mitmachen. Denn das haben wir ja auch noch vor uns. Ich denke... Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber auch nicht allzu viel. Ich kann das ganz schlecht einschätzen, wie viel das jetzt noch wird hier in dem Spiel. Manches ist wahrscheinlich ausführlicher, anderes wieder ein bisschen kürzer. Atlantis hatten wir, glaube ich, noch so einige Quests vor uns, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn da hatten wir ja praktisch Bewegung. Erst angefangen. Okay. Das kann ich mal so easy. Man kann ja nicht einfach mit dem Pferd irgendwo drauf losreiten. Ja, mit dem Pferd sowieso nicht. So. Ah ja, da drüben. Okay, und hier... Ja, ich glaube, das hätte Phobos vielleicht nicht unbedingt geschafft. Zack. Da rutscht Cassandra auch den Berg runter. Und da oben versteckt er sich. Ich weiß nicht, ob es klug wäre, erstmal Kopfgeld zu bezahlen, aber eigentlich, wir haben das doch jetzt alles relativ gut immer erledigt. So, hier nochmal runter, um dann da wieder hochzugehen. Yay. So eine Seilbahn, das wäre es. Einfach mal so drüber rutschen. Das wäre nicht schlecht. Oder halt die Flügel von Hermes. Die haben uns auch immer geholfen, wenn es mal von unten nach oben ging. Das wäre jetzt nicht schlecht. Aber okay. Hier in dieser Welt wird es wohl leider nichts werden. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt sehr bewacht ist. Also es war mir klar, dass das eine Festung ist. Jetzt so vom Äußeren her mal betrachtet. Aber ich muss ja die Festung nicht unbedingt einnehmen, wenn ich den auch vorher so killen kann. Ich denke, das wird schon irgendwie gut möglich sein. So. Genau, aber hier ist auch noch ein Ostragon-Rätsel versteckt. Vielleicht holen wir uns das noch. Ist hier jemand? Ja. Gerade nicht. Ja, duck dich einfach mal. Da drüben ist ein Schatz. Ein Schätzchen. Das sehe ich doch von Weitem. Oh. Zack. Erwischt. Muss ja nicht sein, dass jetzt hier irgendjemand Alarm auslöst. So, na okay. Da denke ich Besseres. Okay, den Schatz habe ich jetzt wirklich eigentlich nur zu ihm. Dann alles Kultisten machen, ne? Ja. Okay. Da geht er doch schon auf und ab. Ja, genau. Dann nimm halt nicht dein... Oh, der hat eine Mietz. Warum hat er eine Mietz? Die arme Mietz. Ich wollte es nur mal sagen. Okay. So, aufladen. Ich weiß nicht, der kommt mir nicht besonders weise vor. Aua.
Aber ich glaube, ich verwende das jetzt trotzdem hier mal, um meine Gesundheit erstmal wieder herzustellen. So. Okay. Ja, also kämpfen kann er auf jeden Fall. Das kann man nicht abstreiten gerade. Aber nichtsdestotrotz, wir werden ihn trotzdem platt machen. Die immer mit ihren... Oh, wow. Das hätte ihn aber eigentlich knapp treffen müssen. Immer mit ihren Speeren. Jetzt hör doch mal auf, mit deinem riesen Ding hier so rumzugiegeln. Ja, da kommt das Sächsische hervor, Freunde. Okay. Sehr gut. Bam. Und jetzt machen wir ihn richtig platt. Hat das mal kurz gedauert, bis ich in den Kampf hier reingekommen bin, aber dafür beenden wir ihn jetzt. Bam. Erwischt. Den haben wir ja aber ganz schön weit weggeschossen. Ich nehme das mal hier raus. Zack. Und dann bekommen wir von ihm hoffentlich einen entscheidenden Hinweis. Ja, bestätige. Bam. Ich werde euch alle kriegen. Da-da. Öffne das Kultistenmenü. Na dann. Aha, wir haben einen Hinweis bekommen. Einen brauchen wir noch. Aber auf den hier haben wir auch noch keinen. Beziehungsweise... Ja, jage alle Weißen. Herzlichen Glückwunsch. Jage alle Kultisten aus demselben Zweig. Ist mir klar. Habe ich ja aber schon. Ach nein, hier. Der fehlt mir noch. Eine Schwächung der Obsidian-Inseln wird Sokos in eine Seeschlacht hineinziehen. Die Obsidian-Inseln. Wo sind die denn? Hm. Keine Ahnung. Drehe. Das ist dann immer so die Sache, das rauszufinden. Welche Inseln das jetzt sind? Obsidianinsel. Die müssen ja auch nicht unbedingt so heißen. Mykonos, Delos, Naxos. Ich weiß nicht, ob das dann trotzdem... Oh, was ist das? Achso, finde... Und hier können wir dann... Finde und töte, okay. Na, ich dachte, hier können wir dann wieder zu Atlantis wechseln. Muss ich aber erstmal schauen. Okay, dann finde ich jetzt mal heraus, welche Inseln die Obsidian-Inseln sind. Und dann... Können wir, denke ich, direkt losreisen. Okay, ich habe mich mal eben belesen. Hydrea. Das war die Insel. Und eigentlich Melos. Da. Super, da haben wir ja noch konkret gar nichts freigeschalten. Hier ist ein Schiffsdock immerhin. Ich suche nur gerade hier. Da wäre es am einfachsten, wenn wir dorthin gehen. Und von dort aus praktisch starten. Ich werde jetzt die Festung auch einfach mal nicht weiter einnehmen. Denn wir müssen, also ich, beziehungsweise ich möchte jetzt einfach die Kultisten einen nach dem anderen jagen, finden und zur Strecke bringen. Und da hält uns das hier alles nur auf. Wir reisen hier hin und wir sehen uns dann hoffentlich auf Hydrea oder Melos wieder. Okay, Freunde, wir legen gerade an. Und zwar, da seht ihr es, an Hydrea. Wir müssen irgendwie Hydrea schwächen, beziehungsweise... einen Eroberungskampf herausfordern. Ihr seht, es ist eine wunderhübsche Insel. Also ich muss sagen, da haben wir schon schönere gesehen. Obsidian-Insel, okay. Da haben wir es auf jeden Fall gefunden. Unser Ziel. Jetzt müssen wir nur noch
Liebenden Sprung, okay. Jetzt müssen wir nur noch den Kultisten herauslocken irgendwie. Aber bevor wir das machen, ich werde hier mal eben noch den Punkt freischalten, damit wir hier dann auch frei uns bewegen können, frei hier hin können. Dann bin ich mal gespannt. Hier, ich habe auch eine Quest gesehen hier, ob die uns vielleicht dabei hilft, ihn herauszulocken. Ich bin mir noch unsicher. Aber ihr seht, diese Insel, die ist relativ... Also die ist gar nicht mal so grün. Hat eher was von so einer Art Vulkaninsel. Weiß nicht. Es ist aber auch nicht allzu groß. Wenn ihr das mal hier seht. Das heißt, wir werden uns, denke ich, relativ schnell hier mit allem zurechtfinden. Und ich glaube, ich schaue mal eben auf die Karte. Hier ist gar nicht mal so viel, als dass wir was erobern könnten. Hier ist es schon mal gar nicht, hier auch nicht. Hier ist ein Fragezeichen, da gehen wir aber jetzt einfach dran vorbei, wenn wir zu der Quest gehen. Und dann war es das auch schon bei der Insel. Das ist eine niedliche kleine Insel, das kann man mal machen, definitiv. Und ich denke, das ist auch ganz gut, wenn wir das jetzt hier noch schnell mit abfertigen, um den Kultist herauszulocken. Was haben wir denn hier? Hydrea Apfelgarten. Silos zerstören. Ah. Ja, gut, ich sag mal so. Ich weiß nicht, ob das die Staatsstärke jetzt wirklich schwächt. Kann ich nicht sagen. Und da vorne ist noch eins. Ich war es übrigens nicht. Geht mal ein bisschen weg, ihr Zivilisten. Das wäre super. Und? Bam. Ich hab gesagt, ihr sollt weggehen. So, das war doch das Letzte, oder? Staatsstärke, genau. Staatsstärke geschwächt. Das war jetzt so der Hintergrund davon. Okay, was ist hier los? Suchst du mit mir? Nach dem guten, schlechten. Diese Männer könnten einen Arzt gebrauchen. Sie waren lausige Übungspartner. Jeder Einzelne. Ich brauche jemanden, der kämpfen kann. Wegen der Schlacht der 100 Hände. Ich brauche einen Helden. Ah, cool. Ich bin nur eine Söldnerin, kein Held. Trotzdem kann ich dir vielleicht bei deinem Problem helfen. Nun. Ich kann dich nicht auf traditionelle Weise bezahlen, aber ich bin eine zugelassene Kandidatin. Wenn du mit mir übst, können wir beide offiziell teilnehmen. Diese Schlacht? Die Schlacht der 100 Hände ist der zermürbendste Wettbewerb der griechischen Welt. Die Verluste sind hoch und die Gewinnchance gering. Bist du sicher, dass du dich darauf vorbereiten willst? Hä, logisch. Ich werde hart an mir arbeiten. Danach entscheiden die Mäuren. Demut steht dem Kriegergeschlecht gut, solange es dem Verschleiern der Grausamkeit dient. Denn die braucht es in der Schlacht. Ah ja. Sagen wir mal, ich wollte in der Schlacht der 100 Hände kämpfen. Dann kämpf gegen mich und erweise dich als würdige Übungspartnerin. Ah, das ist doch einfach. Du hast es so gewollt. Komm schon, Seltnerin! Streck dich wenigstens an! Du sollst mich fordern! Gar nicht schlecht. Mhm. Sehr schön. Ja. Wollte ich nur mal sagen, ich bin eine Kämpferin, ne? So, jetzt einmal anzünden, bitte. Ah, sehr gut. In den richtigen Moment gedrückt. Ich meine, Übungskämpfe, muss man die so krass machen mit Schwert und so? Hat es gerade Cassandra gemacht, was sie gesagt hat? Tut weh, nicht wahr, Heldin? Gibt's Schlimme. Ja, alles gut. Hab sie besiegt. Ich sag doch, das geht schnell. Anscheinend bist du die Heldin, nach der ich gesucht habe. Eine echte Spartiate, nicht wahr? Das stimmt. Man erkennt es an deinem Kampfstil. Aggressiv,
aber beherrscht. Mein Name ist Roxana. Cassandra. Als nächstes steht Bogenschießen auf dem Programm. Bist du bereit? Mhm. Ich bin bereit. Okay, warum machen wir das? Nun, gehen wir. Ja, ja, ich überspringe den Text jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Das ist manchmal so dieses Gelaber, ne? Wir sind in sicherer Entfernung. Lass uns die verfluchten Wölfe schießen, bevor sie sich die hiesigen Kinder holen. Im Ernst? Mal sehen, ob ich vielleicht das ein oder andere von dir lernen kann. Ja. Ah, es ist schön, okay, mit dir hier draußen. Ja, nur wir beide ist das allein. So? Okay, unser Übungskampf hat viele Zuschauer angezogen. Dann wird es dich freuen, dass der Rest unserer Übung privater abläuft. Oh, wie viele Übungen werden dann das denn jetzt? Ich könnte ein paar Pelze brauchen. Eine wahre Heldin. Ich wusste es. Halt den Bogen bereit. Stirb endlich! Ach so, hier unten sind die. Ich dachte Bogen schießen, Freunde. Und jetzt doch nicht? Okay. Was machst du denn? Ich? Du sollst üben, mit dem Bogen zu schießen. Ja, mach ich. Soll ich die Wölfe erlegen oder nicht? Ja, töte sie. Ich schieß vor allem mit dem Bogen, wollte ich nur mal sagen, ne? So. Achso, Quest verfolgen. Kehre zu Rock. Ach, da unten. Wollte gerade sagen, wo ist die denn jetzt hin? Hier ist sie. Ich habe nur mit dem Bogen geschossen. Unsere Schießübungen hatte ich mir anders vorgestellt. Warum? Die Wölfe sind tot. Das ist alles, was zählt. Wenn du es sagst. Verstehe ich nicht. Wie viel muss ich noch üben, bevor ich an der Schlacht teilnehmen kann? Boah, Cassandra will nur kämpfen, oder? Willst du nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Okay, komm. Gehen wir nochmal darauf ein. Die Zeit mit dir war wirklich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag nichts. Auf eine seltsame Art erkenne ich mich selbst in dir. Ja. La la. Wir kennen uns erst so kurz und haben doch eine Verbindung. Du bist ein einmaliges Geschöpf. Es fehlt noch ein Schritt in unseren Übungen. Ja, letzter Schritt. Wohin? Zu mir. Aha. Komisch, komisch. Was will sie denn jetzt von uns? Sollen wir weitermachen? So, jetzt sind die Kinder von Hydria vor hungrigen Wölfen sicher. Können wir jetzt weitermachen? Hä? Du scherzt. Okay, aber sie waren ich glaube, das ist einfach nur ein Übersetzungsfehler. Deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Und mit deinen Taten hast du den Menschen hier geholfen. Also, sollen wir die Übungen abschließen? Ja, bitte. Wir haben noch einige Dinge vor uns. Echt? Beim Üben? Oder miteinander? Wir hatten so viel Spaß. Wir haben gekämpft, Wölfe gejagt. Und weiter? Das alles in 5 Minuten. Die nächste Übung wird dir sicher gefallen. Ja. Wir machen einen Wettlauf. Oh, wer cool. zuerst am höchsten Punkt der Insel ist, gewinnt. Ah ja. Ich bin bereit. Ein Rennen zum höchsten Punkt? Ja, das Plateau auf der anderen Seite der Stadt. Wenn ich lossage, beginnt das Rennen. 3, 2, 1, los! Ja, ja. Okay, ja, Silos hatte ich schon längst zerstört. Komm schon, Heldin! Kannst du nicht schneller? Es ist noch nicht vorbei! Ich kann schneller, aber ich gehe halt geradewegs drauf zu. Hoffentlich. So. Weit ist es nicht mehr. Ja. Soll ich langsamer laufen? Ah, ich bin also tatsächlich noch vorne, oder was? Coole Sache. Ich denke, das Klettern könnte schon viel Zeit kosten, deshalb gehe ich ja nochmal hier rum. Und bin trotzdem ja da. Hihi. Ah, und da ist auch noch ein Bett vorbereitet, so wie es aussah, oder? Du bist schnell. Mensch. Selbst mit der Ausrüstung. Hab geübt. So viel hat sie gar nicht. Leicht, wie wunderschön es hier ist. Ach. Wenn man sich so hart vorbereitet, meinst du? Ich reise viel, aber meistens im Auftrag anderer. Dann bin ich so auf die Drachmen fixiert, dass ich aus den Augen verliere, ja nicht was vor mir liegt. Und das wäre? Die Meeresbrise im Gesicht, die Sonne auf der Haut
Der Rücken eines Pferdes unter mir. Hier oben erinnere ich mich daran, im Jetzt zu leben. Ich verstehe, was du meinst. Haben wir schon die Insel jetzt eigentlich erobert, oder? Würde ich mal sagen, wir sind jetzt einmal quer über die Insel gerannt. Da lacht jemand. Ich sage es dir, er war nie angezogen. Und ein paar Menschen auf Kythera haben ihm eine Statue errichtet. Ach, dieser Empedokles. Eieiei. Was ist aus ihm geworden? Das da ist die Insel Melos, wo so viele Krieger den Tod finden. Da müssen wir als nächstes hin, Freunde. In der Schlacht müssen wir vielleicht gegeneinander kämpfen. Und nur eine kann überleben. Ich dachte, du kommst her, um im Jetzt zu leben. Und wie findest du diesen Moment? Nehmen wir uns mehr als einen Moment. Ah, ja. Musst du so viele Schichten tragen? Das gehört zum Beruf, schätze ich. Okay, lassen wir das mal so im Raum stehen. Die beiden haben Spaß und lachen. Und dann ziehen sie in die Schlacht. Das ist eigentlich schon ein bisschen fies. Aber okay, so ist das Leben von Cassandra, ne? Dann heißt das wohl Abschied nehmen. Bis zur Schlacht, meine ich. Machen wir es nicht unnötig schwer. Eins lässt mir keine Ruhe. Wir müssten die Schwerter nicht kreuzen. Du müsstest genauso wenig wie ich an der Schlacht teilnehmen. Doch du wirst. Okay. Das stimmt. Ah ja. Wie süß. Leb wohl, Roxana. Das erste Mal, dass sie ihren Namen gesagt hat, oder? Okay, Freunde. Ich würde aber trotzdem sagen, für heute war es das. Wir haben jetzt hier die Insel, denke ich, trotzdem abgeschlossen. Ja, fast. Okay, fast. Sind nur noch die Quellen da hinten. Aber ich denke mal, da wird nicht viel passieren bei den Quellen. Das sind einfach nur die heißen Quellen da hinten und da kann man, glaube ich, nicht viel erobern. Außer da sind irgendwie ein paar Diebe oder was weiß ich, was dort so rumkreucht und fleucht. Aber die Insel haben wir jetzt halt wirklich schon komplett erkundet. Es ging sehr schnell, hätte ich nicht gedacht, dass wir das dann so schnell hinbekommen. Und uns wurde ja praktisch jetzt schon angekündigt, dass wir nach Melos reiten müssen. Ah ja, seht ihr? Okay, keine Diebesbande, nur ein Alpha-Tier. Das kann ich ja mal schnell noch mit euch machen. Das Alpha-Tier ist in der Höhle wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Kriegen wir hin. Und da ist auch noch ein Schatz. Ja, das macht er nichts. Das machen wir jetzt noch schnell. Damit wir dann das nächste Mal wirklich direkt, wo ist denn der Eingang? Direkt loslegen können. Eine Runde rum. Oh, okay. Das ging schnell. Okay. Sind das. Sind Leoparden, oder? Die trifft man ja echt schlecht. Muss ich schon sagen. Okay, okay, Cassandra. Beweg dich mal nicht so sehr. Aber da seht ihr, die sind echt super krass schnell. So. Hier ist auch noch das Alpha-Tier. Nochmal Alpha-Leopard. Tut mir so leid. So. Ich würde mal sagen, Insel abgeschlossen. Wir schauen noch schnell rein. Aber das ändert, glaube ich, an der Stadtstärke nichts, oder? Oder doch? Nee, ändert nichts. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal einfach auf Melos wieder. Und ich glaube, da treffen wir dann auch irgendwann auf Roxana. Ich bin gespannt, Leute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spieleparadies. Mit mir, The Maxi. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.